So, wie schon versprochen, wir drehen hier noch eine Runde um Juliet. Aber sie ist einfach zu schnell. Da kann man noch so schnell um sie rumdrehen. Sie schafft's immer wieder. Naja, was kann man denn hier machen? Das sieht irgendwie so aus, als wenn man da drüber hüpfen könnte. An sich kann man da weiterlaufen und ich will hier drüber hüpfen. Yeah! Ja, retarded. Ich bin einfach retarded. Na, komm! Wow. Habt ihr gesehen, wie toll ich darüber gesprungen bin? Alter, ich habe, glaube ich, keine Combo getroffen, ey. Ohne Scheiß. Wie schlecht war das denn? Also war das wirklich der Weg, den man gehen musste? Scheiße. Hätte ich doch vielleicht da hinten erst rumgehen müssen. Können oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Meine Mom will wieder irgendwas. Bestimmt so, hey, Juliet. Pass auf Nick auf. Hau ich nicht hier irgendwie aus Versehen gegen irgendeine Säule. Keine Ahnung. Leider waren die bis jetzt ja noch nicht so mega hilfreich, die Tipps von Mom. So, das sieht aus wie Endboss. Rosalind, where are you? Das sieht irgendwie auch ein bisschen crazy aus hier oben auf dem Dach mit diesem komischen Planet, den man da hat, wo man jetzt reingeht. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass wir hier schon beim Endboss sind. Ist eigentlich zurück hier oben. Mann, Disco, Disco! Junge, Disco, Disco! Das ist doch mal ein cooler Endgegner, ey. Da rockt die Bude richtig. What's the matter, baby? Didn't you like our phone S-E-X-X-X? That's a pity. What do I think? Dude, give us Rosalind now. And quit making fun of Stephen Hawking. He's a great man, you perv. I'm the pervert? You the one with a head hanging from your hip. I already told you, girlie, if you want to win your sister back, you have to play the game. Damn, damn, damn. Oh, baby, time to get the funk out. Funk Zombie ist unser Endboss hier. Mann, der gefällt mir. Den finde ich auch lustig. Was hat der denn dafür Schlampen auf seinem Mobil, ey? Aua, der schießt ja frech auf uns. Boah, der versucht mich auch zu bumsen, ey. Arsch, wirklich. What the fuck? Bomben, 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 bomben. Alter Vater, ey, ohne Scheiß. Bin aber nicht so lustig. Komm! Oh, Bomben sind nicht cool. Ich glaube, dafür sind auch wirklich so die Plattformen nachher. Ah, da hat er mich wieder gelaserbeamt. Damned. Ach, da auf den Außendinger kann man hoch. Um sich Muni zu holen. What the fuck? Scheiße. Jump da runter, genau. Oh mein Gott, ey, hier sind ja. Der fliegt dann ja auch, die Sau. Komm runter. Hör auf, die scheiß Bomben zu werfen, das bringt eh nichts. Oh oh, vielleicht bringt er der doch was, das finde ich nicht so lustig hier. Der hat ja gar nicht mehr auf damit, ich dachte, der wäre nur, weil ich hochgegangen bin. Wow, das war knapp. Muss ich da immer hochlaufen? Um den Arsch da oben runter zu ballern. Ha, die sind alle runtergefallen. Ah, Mist! Jetzt bin ich hinter das Spiel gefallen. IFO, identified fucking object. Ja, auf jeden Fall.
Das Ding geht mir auf jeden Fall schwer auf die Eier, ey. Den kann ich auch gar nicht treffen von hier unten, ey. Der geht mir richtig auf die Eier. Ich muss ständig in Bewegung bleiben, sonst trifft er mich noch. Aber so richtig Schaden mache ich dem jetzt ja nicht mehr. What? Also der Jose, der hat richtig live. Oder ich bin einfach zu nubig, um ihn zu treffen. Das kann natürlich auch sein. Na! Hab ich da schon wieder so mit dem getroffen? What? Wo denn das? Ach du Scheiße! Der wirft ja einfach weiter Bomben hier auf mich. Lass mir da mal eben hier eine Verschnaufpause, Arsch. Auf jeden Fall, sagt der halt, ey. Also irgendwie komme ich mit dem Gegner jetzt nicht so mega geil klar. Genau. Was? Ohne Witz. Die Bomben sind echt scheiße. Vor allem liegst du einmal am Boden, treffen die dich trotzdem wieder. Ja, genau. Die auf dem Boden haben mich da oben getroffen. Leck mich fett, ey. Voll das unfaire Game hier. Wieso schießt denn nicht? Oder hört man das einfach nur nicht, dass er gerade schießt? Gefühlt mache ich dem Homo keinen Schaden, ey. Also irgendwie macht ihm doch auch keinen Schaden, oder? Jetzt hat er uns wieder getroffen. Ficken. Also ich weiß nicht warum, aber... Also irgendwann von den 10 Mal, die ich hier schieße, treffe ich den Arsch doch bestimmt, oder? Kann er mir doch nicht erzählen, dass der keinen Schaden kriegt hier. Ja, ich weiß, dass es ein IFO ist. Ich brauche nicht die ganze Zeit gleich zu sagen. Ja. Ich mach dem gar keinen Schaden, willst mich verarschen. Ohne Scheiß. Seht ihr die Lebensanzeige von dem? Kann es sein, dass es irgendwie nicht weitergehen möchte? Leck mich, treff den noch wie bekloppt und was ist? Oh, endlich. Jetzt habe ich ihn runtergeballert. Da oben kann man ihm keinen Schaden machen. Ach, ist das schon wieder oben? Damn. Ich muss ihm erst richtig hart geben, oder was? Genau, der kann einfach an der Kugel vorbeiwerfen, oder was? Oh mein Gott, das geht nicht. Kann ich den denn vernünftig da runterholen, ey? Nein! Ach komm, die dummen Spulenbomben ohne Witz. Die moschen mich echt. Komm da runter, du Fickhund, ey! Das kann nicht sein! Ich habe. Wie habe ich den denn da gerade runtergekriegt? Ich habe doch einfach voll viel getroffen. Oder muss ich sein komisches Alien-Ding da platt machen? Scheiße, jetzt habe ich. Jetzt habe ich dummerweise L1 und L2 gleichzeitig gedrückt und nicht nacheinander. Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber wir haben ihn jetzt erstmal hier runter, ey. Das kann ja nicht sein, ey. Das ist unglaublich, ey. Was für ein Affe! Leck mir fett die Eier, ey. Nein, mein Daddy kann uns nicht mehr helfen. Jetzt ist er... Hätte uns auch vorher helfen können, Mann. Kann nicht sein, ja.
What the fuck? Ich will nicht den fokussen, ich will hier die Dinger fokussen. Die werde ich nämlich wohl kaputt machen müssen. Ach, und dann kann er die nacheinander auch noch mit Energie anpusten, damit ich hier Schaden kriege und dann gehindert werde, die Teile kaputt zu machen. Ja, hurry. Das ist ja lustig. Mist, Mist, Mist. So, jetzt haben wir den nächsten kaputt. So. Ich hoffe, der hindert mich nicht. Ach, komm. Ich wollte gerade sagen, da muss doch noch irgendwas kommen, was mich zusätzlich hindert, neben dem... Alter, die Bombenmännchen oder was? Komm, ich bin echt ohne Scheiß einfach immer zu spät bin. 2 Minuten haben wir. Zum Glück lassen mich... Ja, ich wollte gerade sagen, zum Glück lassen mich gerade diese komischen... Die komischen Fickdinger in Ruhe, Kacke, ey. Wie viel habe ich noch? Einen? Jetzt eine Scheiße, nur einen. Mann, jetzt habe ich ihn aufgepasst. Kacke! Ja, genau! Dann trifft mich das, dann trifft mich das, dann trifft mich das. Und ich krieg einfach voll auf die Fresse, ey. So, dann habe ich ihn auch vorher kaputt gekriegt. Ja, machen wir einmal durch die komische Kuppel. Irgendwie schaffen wir das wohl. Ha, jetzt sag nicht, wir haben ihn platt gemacht schon. Das war ja relativ kurze Endgegner sogar. Disco ist tot, aber wir haben seinen UFO zerstört. Frechheit. You trusted what I said? I'm a motherfreaking zombie. I'm a motherfreaking zombie. Got the cheese on now, ho. Hey, baby. Fuck me. Fuck me. Go ahead, Julian. Danny hat sie gerettet. Sehr schön. Boy, them all. Looks like you're out of coins, weird voice guy. Oh. Yeah, krass. Voll durchgemerzelt. Sehr schön, der vierte Endgegner ist unserer Kettensäge zum Opfer gefallen. Komm, wir kriegen jetzt ein B für unser... Jawohl, ein B+, auf jeden Fall. Dummerweise bin ich 2-mal gestorben. Aber sonst ziemlich, ziemlich viel A. Das gefällt mir. Ja, Rangmodus ist für Level 4 freigeschaltet. Und wir gehen weiter zur Cathedral. Das sehen wir aber leider erst in der nächsten Folge. Wir ziehen uns nochmal vorher was anderes an. Einfach mal, weil wir es können. Alle, die jetzt sagen, das andere fanden wir hier, Purple Pride Uniform, fanden wir viel geiler. Dann nehmen wir das erstmal. Oh my god, you're so pretty. So. Haben wir das? Und wir verabschieden uns leider schon wieder. Zur nächsten Folge. Wir sehen uns morgen hier weiter beim Zombie-Gemetzel Lollipop Chainsaw mit neuem Kostüm, mit neuem Level und neuem Endgegner. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt dann so ein hartzackender Bischof an mit seiner geilen Pope-Mütze. Wer weiß, was uns da erwartet. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Haut rein, Jungs, und bis dahin. Tschüss!